Hey, was geht? Ich habe noch ein paar Booster Packs von Paradox Rift rumfliegen. Und da dachte ich mir, ich mache mal ein Päckchen auf. Ich habe zweimal hier Knackracks, Knackrack, Knackrack, den Boy und den Boy. Ja, ich mache jetzt einfach ein Booster Päckchen auf. Mal gucken, was uns erwartet. Sind jetzt auch gerade wieder eine neue Expansion gestartet. Maskerade des, weiß ich nicht, irgendwas Dolles. Das ist jetzt halt noch Paradox Rift, ältere Expansion. Was heißt älter? So alt ist er eigentlich auch nicht. Dazwischen kamen noch die Gewalten der Zeit. Was ich mit dem Greedo, welches ich mit dem Greedo eigentlich ja von einer Woche ungefähr unpackaged habe. Pflanzenenergie, Wasserenergie. Gucken wir mal, was uns erwartet. Ja, Paradox Rift jetzt schon ein bisschen älter, ne? Also die meisten Karten sind mir jetzt schon geläufig. Coole Expansion auf jeden Fall. Süßes Sepa. Gibt ein Bild mit ganz vielen anderen Pokémon, das dann zusammengelegt ein großes Bild ergibt. Habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Ist nichts Neues. Das hier kennen wir auch schon. Auch nichts Neues. Weltbewegendes. Die Rotation ist weitergegangen. Das hat mich auch erwischt. Das heißt, jetzt alle unten, die die Regelkarten E haben. Hier ist zum Beispiel ein G drauf. Aber die ganzen E-Karten, die sind jetzt aus der Rotation leider raus. Das heißt, ja, meine Decks muss ich jetzt ein bisschen umstrukturieren. Habe aber auch schon einen Plan, was ich mache. Ja, deswegen kenne ich den schon. Ja, den habe ich auch. Wenn dieses Pokémon Schaden ist, eine Attacke vom Pokémon deines Gegners Kampfunfähig liegt, wie zwei foilige Karten aus der Hand deines Gegners, ein Ablagestapel. Ganz interessant, aber auch nicht viable. Ah, ganz cute, das Mon. Du suchst in dein Deck, machst bis zu zwei Karten und nimm sie auf deiner Hand. Das ist eigentlich ein geiler Effekt. Gibt ja auch zusammen mit diesem, wie heißt es denn? Hirashai oder so, mit diesem Wasser-Pokémon, mit diesem Wal, könnte, glaube ich, so ein Deck mit dem quasi zusammenbauen und die unterstützen sich eigentlich ganz gut. Und der Effekt von der zweiten Attacke ist okay, aber ist jetzt auch kein weltbewegendes gutes Mon. Agiluza habe ich auch schon tausendmal gezogen. Ich weiß nicht, ob ich das schon in Reversed habe. Aber das heißt, es könnte jetzt hier noch was Schönes hinterlauern. Mal gucken, was das ist. Eine zweite Reversed, okay. Danach kommt der Hit. Ist es ein Hit oder nicht? Also Gewaya ist, glaube ich, das Nummer 1, ne? Ja, ist das die allererste Karte aus dieser Booster-Erweiterung? Süßes Artwork, Reverse-Holo-Effekt. Kann man machen. Und jetzt seid ihr bereit. Eisenhals, Futuremon. Muss ich nichts zu sagen, ist natürlich Holo. Eine Full Art wäre mir schon lieber. Egal, so ist es. Man gewinnt, man verliert, so ist es halt im Leben. War jetzt kein spannendes Booster-Pack, muss ich sagen. Hinten seht ihr auch noch diese Ace-Back oder Ass-Karten heißen die, glaube ich, bei uns. Habe ich einen Meister bei mir bestellt, bei oh, einer Kartenseite meines Vertrauens. Ja, Meisterball ist eigentlich ganz, ganz cool. Es halt, verbindet halt Hyperball und Nestball in einem. Also ihr könnt quasi echt am, naja, es ist eigentlich besser. Aber ihr dürft ihr nur einmal im Deck haben. Auf jeden Fall coole Karte. Naja, ich werde das Video jetzt auch nicht zu lange ziehen. Ich wünsche auf jeden Fall euch einen schönen Resttag, abonniert, teilt, liked, macht, was ihr wollt. Wir sehen uns bis dahin. Tschüss.